Hallo ihr Lieben, willkommen beim großen abenteuerlichen GZSZ Weihnachtsbacken. Mein Name ist Marc Weinmann. Mein Name ist Anne Menten und ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Also wir haben ja jetzt noch nicht so viel erfahren, was wir machen. Scheinbar backen wir. Ja. Und scheinbar backen wir ohne Rezept. Und ohne Waage. Das hast du entschieden. Ja, weil dann ist ja... Anne wollte die größere Challenge und sie sagt jetzt auch noch ohne Waage. Ich bin gespannt, ob wir da über was rauskriegen. No risk, no fun. Absolut. So. Nee. Backwürze, Zimt. Okay. Okay. Bessere Bäcker von uns beiden. Nee, ich glaube, es gibt keinen besseren Bäcker bei uns. Ich kann besser mit Hefe und Marc ist halt einfach extrem gut mit Kuchen und so. Ich glaube nicht, dass es da einen besseren Bäcker gibt. Ich mach das okay, jetzt. Okay. Du hast gesagt, ohne Schüssel. Aber warte, lass erstmal. Ich denke halt immer, weißt du, an was ich immer denke, an das Mehl, was man dann wegmachen muss. Deswegen mache ich es immer erst in die Schüssel. Und wenn ich das grob zusammengemischt habe, dann. In die Schüssel. So, also wir nehmen jetzt mal so ein bisschen Mehl. Wie viele Kekse wollen wir eigentlich machen? Anne ist eine wirklich gute Bäckerin. Sie hat da schon auch echt einen Plan. Sie ist aber auch echt vorne. Sie hat so ihren Weg. Und den zieht sie durch und da ist man manchmal hinten vor, wenn man Vorschläge bringt. Muss Milch in den Teig? Muss Milch in den Keksteig? Nein! Was für eine Flüssigkeit soll denn da rein? Ja, wir gucken jetzt, wir haben... Wie hörst du den Teig aus? Wir haben Butter! Aus einem trockenen Ei? Butter! Warte doch mal! Boah, Marc, ganz ehrlich, du bringst mich hier gerade komplett aus der Pfanne. Ich kann doch auch nur mit dem arbeiten, was ich hier stehen ja. habe. Aber es soll hier auch Kekse rauskommen. Dann misch das doch mit Wasser. Wie viel Zucker machst du da rein? Das passt, das ist immer noch, guck mal, das ist immer noch viel Zucker wie Mehl. Das ist immer noch ein Verhältnis von 1 zu 3. Ich mach da jetzt mehr Mehl rein. Du bringst mein Verhältnis durcheinander. Wir hätten zwei Tage. Was schätzt du, wie viel Gramm sind das? Wie viel Mehl ist hier raus? Marc ist ein sehr guter Bäcker. Marc backt auch ganz oft für mich. Vor allen Dingen, wenn er ein schlechtes Gewissen hat, weil er kacke zu mir war, dann backt er mir Kuchen. Und der ist immer sehr, sehr gut. Warum? Ich fange jetzt einfach an, weil... Ja, dann nimm zumindest das eine mit rein. Ja, dann mach rein. Hier. Stopp, nicht das Ganze! Ja, ein ganzes Ei. Mann, nee! Kannst du mich... Wolltest du mich nicht kneten lassen? Aber sprudelbares Wasser ist super. Ja, für Gebäck, das aufgehen muss, Marc. Ja, Kekse müssen auch aufgehen. Wohin sollen die denn laufen? Ja, die gehen auch so ein bisschen auf. Da muss ja, müssen wir da Backpulver reinmachen? So ein bisschen aufgehen tun die ja. Da kommt doch kein Backpulver. Als ob da kein Backpulver reinkommt. Ja. Das sind gleich Muffins, ich schwör's dir. Auch heute, trotz einiger Schwierigkeiten, hervorragend gemeistert. Ich bin ein sehr, sehr stolzer Mensch. Sehr stolz auf meinen Marc. Ja. Das ist vor allem grobes Salz. Und ich, der gerade drüber nachdenkt, nimm einfach den feineren Sieb. Es ist immer noch grobes Salz dann, aber... Ja, du, hau rein. Ja, so viel Zucker, wie du da reingehauen hast? Das war gar nicht so viel Zucker. Das war schon viel Zucker. Also ich schmeck auch die Salzkörner. Ich glaube, wir sind die von GZS, die am meisten backen. Ja. Was man nicht sieht. Aber gut. Ich wollte auch einmal noch kneten. Ja, nee, das ist, weil der ist noch nicht fertig. Weil guck mal, da ist noch ganz viel so Butterstückchen. Das ist noch nicht so ganz. Warum bröselt meiner so viel mehr als deiner? Sag nichts. Sag einfach nichts. Bitte. Boah,
Ich mache eigentlich immer eine Art von Plätzchen und die ist tatsächlich die geilste Art, die es gibt. Die macht meine Oma immer und alle stützen sich drauf und das sind die einfachsten Plätzchen, die es gibt. Ihr nehmt ein Glas Nuss-Nougat-Creme und nehmt das gleiche Verhältnis von Marzipan. Und das mischt ihr und es wird eine richtig eklige Pampe. Und dann macht ihr, wenn ihr natürlich erwachsen seid, macht ihr einen Schuss Amaretto rein, sonst könnt ihr auch irgendein anderes Sirup reinmachen. Und das macht ihr zu Bällchen und dann durch Kokosraspeln der Burner. Der Burner, wirklich. Ihr müsst nicht mehr backen. Du kannst auch, ich mach den Backofen auf und du schiebst rein. Okay. Ba-bam! Achtung. Tschüss. Ich finde, die sehen ganz gut aus. Sieht aus der Sternebäckerei. Ja, oder? Guck doch mal. Nice. Also ich finde, dafür, dass wir keine Ahnung hatten... Konsistenz ist gut. Konsistenz ist sehr gut. Ich glaube, wenn noch Zuckerguss draufkommt... Ja. Und wenn wir da... Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zitrone haben. Aber schmeckst du das? Das ist die perfekte Menge Zucker. Mhm. Bist du eigentlich eher einer, der mit Zuckerguss dekoriert oder mit Schokolade? Zuckerguss eigentlich. Ja? Ja. Du? Ja, so ich find ja auch Schokolade auf Keksen total. Wir haben auch Schokolade. Schokolade. Jetzt Anne, sag doch mal unseren Zuschauern, wie du diesen wunderschönen Zuckerguss gemacht hast. Ja, das ist ganz schwierig. Also erstmal muss man auch die Puderzuckerpflanze anbauen. Das ist aber auch nicht einfach. Also Avocados aus dem Avocadokern zu züchten ist einfacher als eine Puderzuckerpflanze zu züchten. So. Und dann musst du die erstmal über Jahre wachsen, dann musst du die Blätter ernten, dann musst du die trocknen, dann musst du die, also das ist nicht malen einfach. Und ja. Guck mal, was hältst du von dem? Die Mutti hat dir eine Suppe gemacht. Du gibst mir jetzt nicht den Löffel mit dem... Ich zitter einfach von lauter Zucker. Ich kann den nicht mehr halten. Soll ich dir helfen? Komm, ich mach das. Bitte, ja. Das? Und... Danke, danke. Klar. Mhm. Der Olivia-Keks ist mein Lieblingskeks. Oh ja. Olivia. Wir haben dir einen Keks gemacht. Du fehlst uns. Ja, aber ich finde, dafür, dass wir keinen Plan hatten... Ist es gut gelaufen? Ist echt gut gelaufen, ja. Das war ein guter Teig, so? Ja. Ja. Haben eine gute Konsistenz. Zuckerverhältnis war Bombe. Ja, das stimmt. Auch diese, ich finde auch diese feinen Akzente von diesem salzigen, also du hast diesen süßen Keks und dann... Schon, manchmal schon kommt so ein Salzkorn, das so... Und das macht es auch so ein bisschen. Ja, das schon, ist so, schon. Das ist halt Next Level. Ja, und es war echt gut, dass wir diese Gewürzmischung mit reingemacht haben. Ja,
Das stimmt. Backzeit war on point. Ja. Wenn ihr das Rezept haben wollt, wir haben keine Ahnung. Aber Leute, einfach hinsetzen, irgendwas zusammenpanschen, wird schon werden. Ihr Lieben, frohe Weihnachten! Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet ein. Montag bis Freitag, 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da.